Ich war ein furchtbarer Azubi. Was nicht bedeutet, dass ich das Zeug, das mir aufgetragen wurde, nicht konnte oder schlecht gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Ich war halt nebenbei einfach nur eine Krawallnudel, die immer eine halbe Stunde zu spät kam und dann trotzdem pünktlich ging. In der Branche, in der ich gelernt habe, ist es sehr erstrebenswert, Preise zu gewinnen. Das hier zum Beispiel ist der größte Preis. Ein sogenannter Kannlöwe. Was kann der Löwe? Ich fand's irgendwann ganz witzig, in jeder Firmentoilette ein Plakat mit schöner Aussicht aufzuhängen. Der Job war anstrengend genug. Ein bisschen Urlaub auf dem Pott muss sein. Und auf dem Chefklo hing ich dann Poster von einem Löwen hin, der ganz viele dieser Löwen hier aus sich rauspuppte. Und natürlich rief mich unsere Kreativgeschäftsführung dann persönlich an und meinte, dass er... Und dann meinte er, dass er das Plakat versucht hat abzunehmen. Und dann hat er auch natürlich mit dem Klebeband die Tapete mitgenommen. Es ist ein Wunder, dass ich danach nicht arbeitslos wurde, denn...